steiles Gerät auf jeden Fall. Ach, BMP3. Ein BMP3 ist einfach schön. Hat doch was. 30 Magazine AK. Ja, das wird's nicht allzu viel, muss reichen. Wir können ja noch, wir können da welche reinpacken. Sieht's aus. So. Hello there. So today we will have a look at an Arma 3 multiplayer co-op mission. We had two BMP-3s, really awesome machines, and a whole bunch of infantry to accompany us. And our mission objective was to capture a few villages on an island. That's why you can see us making a crossing right now. The mission went on for about 5 or 6 hours, and I tried to cut it down to the most interesting parts. Enjoy! Okay. Ja, wir gehen jetzt an Land. Okay, wir haben gleich die Anlandung. Ja, das muss. Ja, beides sehe ich auch noch selber. Ah, ich mach Michi. Er macht was er will. Na, ist halt eine Kette auf dem Sand, eine im Wasser wahrscheinlich. Der fährt immer nach vorne, obwohl ich gar nicht nach vorne drücke. Ist so meine Sichtrichtung. Links, links, links. Mehr links, mehr links. Wir wollen links. Rechts sind nämlich Felsen oder sowas. Okay, langsam jetzt. Hier ist unsere eigene Infanterie. Lassen wir die vor. Bleiben wir kurz hier stehen. Hab ich halt fast überfahren, oder was? Naja, du siehst, siehst du die Jungs? Hallo. Die haben sich gerade ein bisschen erschrocken. Ja, das ist schon klar, wenn so ein BMP aus dem Busch hier rauskommt. Jetzt endlich mal alle durch. Dann langsam vor. Hey, yo. Dann sollen die zuerst den BMP rausnehmen und die beiden BPS. Könnt ihr sehen, ob das 60er oder 80er sind? Das sind 80er. Ja, auf wie viel Grad ist denn der Feind? Komm mal hoch, Panschi. Wo ist hoch? Ja, auf den Bunker rein und dann einmal unten im Kreis laufen. Jetzt hier auf den Bunker, da siehst du besser. Ja, ich bleib im Bunker. Dann geh ich mal raus, weil sonst wird's hier echt zu kuschelig. Ja, ich komm. Torino, einen Schritt nach vorne. Ja. Ach Gott. Komm da durch, Panschi. Ja. Panschi ist ein bisschen dicker, deswegen. Ja, guck dir mal diese ganze Panzerung an. Ich will doch mir. Also wir kriegen mit der RPG keine rausgenommen. Das heißt, ich werde die beiden Fahrzeuge holen. Nee. Wir haben, das hatte... Bei den BMP2 könntest du vielleicht versuchen mit der RPG. Der ist gerade 510 Meter. Das mit dem Höhenunterschied also ginge die, das vielleicht von hier aus. Die UN-Fahrzeuge sind definitiv auch frei zum Abschuss. Ja. Okay. Die HMGs, ja, nice. Oder sind das... Doch, das sind HMGs. Okay, ich gucke, ob ich hier irgendwo eine Aufstellposition finde fürs BMP. Okay, na dann müssen wir es so probieren. Dann macht euch bereit, aber dann... Ja, ich gebe dir Zeichen, wenn wir bereit sind und dann werden wir direkt in Position gehen. Ich melde dann direkt durch, wenn der Schuss ausgeht. Ja. Motor an. Ja, die BMP ist gegen. Chris? Jo, super. Okay, dreh uns mal ein auf 10 Uhr. Und langsam losrollen. Ich sag Stopp, wenn wir weit genug sind. Halt. Wenn es gleich losgeht, fahren wir auf ungefähr 1 Uhr den Hügel runter, fahren links an der unteren Bunkerstellung dort vorbei, Richtung Strand unten, dann einfach bis ich schreie, halt oder so. Dann direkt nach Südwesten, oder? Also jetzt erstmal dann gleich Richtung 1 Uhr. Ja, ja, aber unten dann meine ich, nach dem Bunker. Unten dann, wenn wir unten sind, werden wir dann Richtung Südwest eindrehen. Check. Okay, ich gehe unter Luke.
Anna für Anna 1, wir sind soweit. Alles klar. Feuer frei. Vorwärts, vorwärts. 1 Uhr, 1 Uhr. Rechts drehen. Rechts vom Baum lang. An der Wandstein. Ja, und links, links. Und so geradeaus jetzt. Ja, okay. Ja, oh, hier, hier, hier. Okay. Und genau jetzt Richtung Südwest. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 BMP weiter. Weiter. Bekämpft, halt! Batterie aufzuladen und loszugehen. Ah, erst müssen die schweren MGs vom Feind da oben weg. Noch Ziele? Ich schieß mal mit. Ja, das sind halt in dieser Sandwerkstelle. Pochi, wir setzen auf. Wir wollen dann rüber. So verstanden. Warte mal, ihr seid näher, wir nehmen euch. Und die dementsprechend in der Sicherung bleiben. So, verstanden, wir bleiben in der Sicherung. Anna 2, habt ihr den BTR Richtung Süden erledigt? Ja, positiv. Haben wir über erledigt, plus Infanteriegruppe. So verstanden. Da hinten. Achtung, eigene Hütte. Ja.
Feuer halt. Anna 1, die Leute, glaube ich, haben sich gerannt, die kriegt Artilleriebeschuss. Wir kriegen Artilleriebeschuss? Artillerie? Nee. Also uns geht's noch gut. Ja, der Einschlag war, glaube ich, irgendwie 50, 100 Meter hinter euch. Kriegen aber 36 Grad. Durch die Büsche vorher, aber sonst kriegen wir nichts rein. Das geht auch nicht auf uns, glaube ich, das geht eher auf den anderen Beach der BMP. Ja, die Frage ist, wo kommt die Scheiße her? Wie gesagt, noch 36 durch die Büsche. 36? Ja, ich hab hier links. Ach so, du hast dieses Ding. 216 ist es, 216 Grad. Da kommt's durch die Büsche. Könnte sein, aber naja, mal gucken. Da oben ist einer. Ich hab den Chaser gesehen. Da oben ist doch einer. Der Scharfschütze, den nehmen wir jetzt mal weg. Üb. Hehe. Massiv, ja, hat doch schon auf die Infanterie gewirkt, dass wir dort oben waren. Kannst du ein paar Meter weiter vorfahren? In der ehemaligen Sicherungsposition. Ja, na zwei so halt. Schon. Vielen Dank für die Information. Hi, was macht ihr denn da drüben auf diesem Gebäude? Wäre doch eine Schande, wenn dem Gebäude was passiert. Soll ich eindrehen in die Richtung oder passt? Nee, passt. Und weg. Der hat so gekämpft. Ah, ist das geil mit dem Ding. Machen wir mal folgendes. Verlegen wir mal am Strand entlang nach links. Anna, bereit in Mur, kommen. Negativ, eigene Einheiten sind genau. Oder warte, doch nicht. Kommando zurück. So, verstanden, danke. Ziele werden. Okay, ich sehe den BMP tatsächlich. Bleiben Sie ruhig mal ein bisschen auf Abstand, wenn Sie schon angeschlagen sind. Wir gehen jetzt in die Infanterie. Den BMP, ich weiß halt nicht, was ich aktuell bewirke. Ach, kürzen wir das mal ab. Der hat gesessen, oder? Ich glaube auch. So, das war also Balavu, richtig? Ja, korrekt. Ja, der brennt, der BMP. Ana für Ana 1, BMP in Balavu brennt. Wunderbar. So, jetzt verleg uns aber mal am Strand entlang weiter nach links, weil ich weiß, dass in Balavu noch eine ganze Menge mehr rumsteht. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass wir die eigenen unterstützen. Ja, die haben ja schon. Aktuell sind. Durch den anderen BMP. Ich möchte sicher gehen, dass hier wir nachher kein Problem kriegen. Okay.
Okay, hier halt. Das wird ein Massaker. Zieh doch lieber zu den eigenen Schiffen. Wenn wir dann so langsam auch einsickern sind, können sie dann dementsprechend noch die Bereiche am Strand besetzen, die wir schon genommen haben. Was hat der jetzt gesagt? Ja, so positiv, wir würden dann zu ihrer Position sogar vorsetzen. Achso. Die kommunizieren nur miteinander, der andere Anna. Okay, 1300 noch was. Sendet. Eieieiei. Kabutsch. Das war ich nicht. Was geht denn da runter? Ich glaube, der BMP ist vielleicht explodiert. Guck mal, ob das passt hier vor Ort. Ansonsten dementsprechend den Felsen in Richtung Pisten umfahren, dann unmittelbar vor uns auf die Freifläche. Das sollte genug reich sein zu picken. Es kommt darauf an, wie weit sie uns in die Ortschaft reinsehen wollen. Lassen wir uns. Eigentlich nur den Anfang. Den Rest machen wir. Da werden wir dann schreien. Was ich nicht erwarte, weil wir haben eigentlich genug Panzerabwehrmittel am Mann zum Nachziehen. Ja, dann haben wir schon erreicht. Können dementsprechend darüber die Felsen einsehen, korrekt? So korrekt, bis zu den ersten Häusern auf jeden Fall. Da ist ein BTR. Brennt. Es ging aber schnell. Ja. Hana für Hana 1, ein BTR bei Lequa vernichtet. Das war die Besatzung. Jetzt ist er geplatzt. Nice. Ja, einmal nach Lequa verlegen, sodass wir die Infanterie aufnehmen können. Kommen. Alles klar, wir kreuzen rüber auf zu den ausgebrannten BTRs fahren wir direkt. Auf 209. Check. Einmal rüber. Anna 1, wir sind auf dem Weg. Anna 2 von Anna, komm. Anna 2 hat. Landberührung gleich. Boah. Das ist halt, die eine Kette kriegt Grip und die andere noch nicht und dann spinnst du das Ding. Und halt. Kann ich jetzt hi! Aufsteigen? Ja, kannst du. Moin. Chris ist endlich aus seinem Gefängnis raus. Oh, so, ich probier's noch mal. Das ist voll gelaufen, oder was mit dir? Nochmal was? Hä? Warum das denn? Ich hab den Kommandanten im anderen BMP verbannt. Wie hast du das denn geschafft? Weiß ich nicht, der hatte da nur noch schwarze Bildschirme. Geil. Tonchi? Ja? Auf die Karte. Du weißt ja am ehesten, was da noch im Ballerbuch steht. Ich vermute hier in der Front wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? Mag sein. Sitzen alle. entlang des Strandes einfach hier mal vor. Ja. Kommst du noch mal ein bisschen näher ran und dann immer hier mal so ein bisschen weiter hüpfen. Insel hüpfen, okay. Ja, das müsste mit dem Fahrzeug gehen, zur Not wird halt geschwommen. Ja, das geht, das geht. Und da will ich eigentlich fast sogar, wenn möglich, an diese Hütte ran. Das Problem ist halt, dann schießen die halt eventuell RPGs von oben runter. Also musst du halt mal gucken. Zweifel dann halt an irgendwelche anderen Strukturen, die hier rumstehen. Aufpassen, dass wir uns nicht gleich drehen, wenn wir Landberührung kriegen. Okay. Hallo, also wenn du sich wieder den Kopf reinsteckst. Ich bin jetzt von links Beschuss. Ja, ist immer noch derselbe. Das wird irgendein Fahrzeug sein, vermutlich. Geh
Das könnte. Das könnte möglich sein. Behalte doch mal rechts die. Ja, ich versuche alles im Auge zu behalten. Ja. Soll ich weiter drauf zufahren? Weiter drauf zu. Ich bin das. Also zwei bescheuerte. Okay, okay, rechts. Auf 189. 190. Die Blech hätte voraus, hätte ich gerne. Danke. Willst du bitte wiederholen? Was war das? War die Team 3 sicher? Okay, bereit. Machen. Auf den Strand hoch, auf den Strand hoch. Bereit. Los, voll auf den Strand hoch. Halten, Smutschi, halten, halten. Und halt! Mac, halt, bist du ab, da? Ab, 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 ab. Mac, bist du da? Was für ein Abenteuer, ey. Echt, ey. Kannst du machen nix? Nee, da machst du echt nix mehr. Irgendwer tingelt doch um unser Fahrzeug drumherum, oder? Nochmal was? Irgendwer ist noch bei uns im Fahrzeug, glaube ich. Nee, doch, doch nicht. Willst du in Teilgedeckten vorgehen, oder? Nee, das ist zu steil. So weit kriege ich das Rohr nie runter. Okay. Die müssen uns erstmal da oben eine Plattform ja, freikämpfen. Wir haben BMP im Vorfeld. Das, was geplatzt ist? Ja, vermutlich. Ja. Kannst du dann gleich, wenn wir die ersten beiden Gebäude genommen haben, ebenfalls bei uns hochziehen. Bleib jetzt aber erstmal in der Senke. War das der Weiße, der schon bekämpft war? Negativ, kann nicht sein. Nee, es war der, der uns beschossen hat. Ah, war ein BMP. Ah, ja, gut, das war ein BMP im Vorfeld. Getroffen hat. Aber den habt ihr bekämpft, richtig? Der Weiße, der bei der Kirche steht, ist bekämpft. Sagt Bescheid, wenn wir neben euch hoch können. Ja, der ist bekämpft. Okay, gleich wenn wir losfahren können, einfach dann gerade den Hang hoch. Ja, check. Bis wir wieder waagerecht stehen. Soll ich ein bisschen rechts von dem oberen Gebüsch oder soll ich da einfach drüber meter? Einfach so wie wir sind. Ja, check. Conchi, du kannst hochziehen. Okay, vorwärts. Nicht weiter als das erste Haus links halt. Bis wir waagerecht stehen. Und dann anhalten. BTR südlich auf Straße. Halt. Scheint feindliches Fahrzeug zu sein da irgendwo oben, oder? Ja, aber ich sehe es nicht. Wir bleiben auch erstmal hier. Hat noch Infanteriekontakt vorne, gelbe Hütte, rechte Seite. Der ist immer nach links weg. Direkt voraus. Alles klar. Eigene ja, sind ja nur links und rechts von uns. Links höre ich eine schwere Waffe. Geradeaus auf dem Hügel, Feindgruppe ansetzend. Ja. Positiv. RPG. Hab ihn. Verhältnismäßigkeit, oder? Wie war das? Hey, ich nutze die Munition, die ich noch habe. Ja, klar. Ja, das ist der im gelben Haus. Ja. Mal sehen, dem könnte ich ja mit... Tonchi, war das überhaupt Kanone? Positiv, da kam RPG-Schütze, wir mussten reagieren. Der BTR. Das ist ein Fahrzeug, ne? Ja. Ja. Machst du die Reifen kaputt? Ich versuche ihn durch die Hütte hindurch zu erwischen. Ich glaube, ich hab's raus, Kurs raus. Der
explodiert, perfekt. Ja. Da geradeaus auf der Straße links von dem Steingebäude, da ist aber nichts, oder? Irgendwie fahrzeugmäßig oder sowas. Nee. Okay, weil das sieht man. Das sind so ein paar Reifen, die da so als Straßenbegrenzung alles klar. Aufgebaut sind. Der RPG-Schütze konnte noch schießen, aber gut, dass er nicht weiß, wie es das geht. Warte. Soll ich mich noch in den Nebenschützen setzen oder soll ich jetzt noch Fahrer bleiben? Bleib mal erstmal Fahrer für den Fall, dass wir ganz schnell den Rückwärtsgang brauchen. Ganz schön viel Fahrt, 12 Uhr Straße, genau, das ist schon. Ganz schön viel Fahrzeuggegner und so weiter, also ist schon viel los hier. Ja, hier ist einiges los. Das ist auch irgendwas Schwereres. Jo. Das kommt oben vom Hügel, oder? Nee, von unserer linken Seite, glaube ich, irgendwo. Ja, aber von oben. Ich habe gerade Tracer gesehen. Die sahen auch ja, die könnte sein, dass das eines der schweren MGs auf den Dächern ist. RPG. Hab ihn. Der ist am Mast hängen geblieben, oder? Kann sein. Glück. Ja, der hat uns eh nicht getroffen, die lag scheiße. Klar. War ihm viel zu weit weg, ne? Tatsächlich nicht, aber er konnte nicht zielen. Anna, werdet ihr von irgendeinem Scheren MG beschossen? Anna noch okay. Ich gucke mal nach rechts, ob ich da noch irgendwie Bedrohung sehen kann. Die Leute verbinden, eigene, das ist ja schon mal kein gutes Zeichen. Und ich weiß, dass der Stealth keine Funke hatte. Okay. 12 Uhr Schütze auf dem Hügel. Gesehen. Links davon ebenfalls weiterer Schütze, ja. Markant großer Baum. Hab ihn. Schießt mit Unterlauf auf uns. Ja. Weiterer Schütze, einer. Selbe Position wie alte Schütze. Den hat's geworfen, ja. Den wirft's gleich besser, wenn ich ihn treffe. Weiterer Schütze unterhalb. Hallo? Dann der will nicht umfallen, ne? Der ist jetzt umgefallen. Aber der hält sich wacker bis jetzt. So. Oben am Berg, weiterer noch Schütze. Noch einer, jo. Weitere Schützen. Da kommt noch einer. Unterhalb. Noch einer. Was ist denn hier los? Die Ameisen, ey. Vor allem der kassiert einen Direkttreffer und fällt nicht um. Ja, das ist halt eher heiß. Willkommen. So ein Scheiß. Ja. Das, sorry, der muss schon beim Andenken von unserem BMP3 muss der schon umfallen, wenn er da so auf freier Pläne ist. Eigentlich ja. Okay, wir kriegen Beschuss. Aber die Quelle kann ich noch nicht sehen. Wir haben noch auf oben links. Die kommen alle so von links rüber. Dass da vielleicht da kommt noch einer oben über den Hügel. Steht. Okay, ich benutze das MG wieder ein bisschen. Wir haben immer noch ein Kaliber 50 Richtung Südost, was uns gerade auf eurer rechten Seite behakt. Ah, okay, Richtung scheint noch Punkt zu sein. Richtung Südost? So richtig. Können wir das wahrscheinlich einsehen, wenn wir hier auf die Straße fahren bei dem ausgebrannten BMP?
Ja, das ist das Problem. Also bis zur BMP könnt ihr, danach noch nicht weiter. Ich bin gerade dabei, den Bereich links von euch sichern zu lassen, sodass ihr weiter vorkommt. Okay, fahr mal ein Stück vor, damit ich hier links um das Haus gucken kann. Vielleicht reicht das ja schon. Stopp. Okay, zieht mal noch bis auf Höhe der Kirche vor. Okay, weiter vor. Weiter, 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 so dass wir neben der Kirche stehen. Weiter, damit wir links rumgucken können. Ja, ich würde langsam reintasten. Ja, weiter nicht vor. Das vor euch ist dann nicht mehr gesichert und eventuell sind eigentlich. 12 Uhr, Feindschütze auf der Straße läuft nach links, ist jetzt hinter dem gelben Haus, Entfernung 75 Meter. Ja, das ist links im gelben Haus vorbei sein. Wenn wir uns auf der rechts auf der Straße bewegen, haben wir vielleicht ein bisschen bessere Sicht, sowohl die Straße hoch als auch nach links, oder? Was denkst du? Wenn wir uns die Straße hoch bewegen, die rechts von uns ist. Ja. Könnte. 12 Uhr auf dem Hügel, Schütze. Läuft nach rechts weg. Relativ weit oben. Sicht. Ist jetzt in den Büschen. Keine Sicht. Ja, ist hinter den Bäumen. Weiter, 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 weiter. Weiter. Sehr gut, stehen bleiben. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Nein, stopp. Hab ihn, hab ihn. Ist der Schütze oben rechts gewesen, oder? Ja. Aber er hat jetzt auch hier auf jemanden geschossen. Auf Gearfield, gut. Okay, Gearfield, wir biegen jetzt hier ab. Okay, wir biegen in die Straße ein. Ja, check. Hey, Tonchi, warte mal, ich brauch dich mal als Sicherung in Richtung Süden. So, verstanden. Wir sichern Richtung Süden. Vielleicht eine zu dir kommen, die kannst du dann die Sicherung Richtung Ost schicken. Übergang, hast du da so suchen. Straße runter Richtung Süd, Maritim 2, linke Straßenseite Richtung Ost runter sichern. Maritim 3, hier rechts den Hand. Jawohl, mit dem Westen. Wir hatten hier gerade auf der linken Seite noch einen Feind. Maritim weiterhin die Straße, Ortsausgang, wir gehen dann links die Straße weiter, dementsprechend das MG dann halt in der Mitte und die anderen Ausgang. Totti, du hast mitbekommen, weiter einfach. Wir rücken weiter vor Richtung Osten. Die Straße Richtung Süd sichern. Ja. Quasi nichts in den Rücken fallen kann. Ja, sollen wir auf den Hügel hoch oder sollen wir hier bleiben? Nee, bleib ruhig erstmal hier. Alles klar. Dort kommen. Ja, wir werden überlegen, ob wir nochmal ein bisschen weiter verlegen, um ihren Westen noch ein bisschen besser zu decken. Angedacht wäre potenziell Hügel 52 markant. Das wäre bei 019073. Wäre das so in Ordnung kommen? Ja, ich wette, dass unsere Infanterie sitzt da auf. Und unter ihre Sicherung dann auch unter 018077 eine vorgelagerte Basis aufbauen zur bewundeten Versorgung und zur allgemeinen Stärkung. Da benötige ich die Sicherung beider Fahrzeuge und dort werden wir auch das weitere Vorgehen planen. Komm. Ja, soll ich wegen der Artillerie steht mit zurück? Ja, Infanterie ab. Nee, das ist schon geklärt. Ich frage, ob Sprengkopf absitzt. Oh, gute Frage. Können wir dich rausschmeißen? Alles klar, Vollgas. Der Straße folgen bis an die Ende. Anna 2 und Sturmausgang.
nichts zu sehen tatsächlich. Klingt ja jetzt nicht so schlecht. Sind alle schon in unsere Richtung gelaufen. Sind alle die über den Hügel kamen. Jo, genau. Okay. High Explosive, geladen, alles vorbereitet. Party kann beginnen. Also Anna 2 sind in Stromausgangsstellung, hat er gemeldet, falls du es nicht mitbekommen hast. Ja, hab ich mitbekommen. Okay. Anna 2 beginnt Sturm. Anna 1 beginnt in die Deckungsstellung zu fahren. Vorwärts! Halt. Erste Ziele. Lol, ey. Ein paar schwere MGs rausgenommen. Okay, weiter. Rechts schlägt noch was ein in die Bäume. Ja, alles gut. Weiter die Straße entlang. Oh. Das war ein RPG-Schütze. Ja, wir sind ganz schön offen nach links, ne? Ja, sind wir. Aha, hier halt. Soll ich in einen der Gunner gehen? In einen der was? An der MG-Gunner noch. Ja, wenn du magst. Links werden ja die eigenen stürmen, das heißt, wir brauchen uns da bald keine Gedanken mehr machen. Aber vorne lebt halt auch noch einiges. Ja, ich sehe da. Also, wenn ich da den Plattengaller gehe, dann sehe ich da nichts. Hat halt auch nur Vergrößerung, das Ding. Ja, Fahrzeug kann ich halb rechts sehen. Ganz kurz. Irgendwo fährt da was rum. Kannst du uns ein Stück weiter die Straße entlang bewegen? Ja. Komm mal in Richtung des Ortsschildes. Da in der Richtung ist irgendwo ein Fahrzeug, ne? Ja, das ist auf der rechten Seite der Straße. Ist hinter einem Haus da. Weiterfahren noch, oder? Ne, so ist gut. Das müsste eigentlich erledigt sein, aber gehen wir auf Nummer sicher. Ja, ausgebrannt. Okay, beweg uns bitte noch ein Stück wieder nach rechts, sodass ich nach links die Leute sehen kann, die dann noch am Ende der Straße sich vielleicht bewegen. Also das Schild stört gerade. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter. An 1 vor, prüft doch mal das Feld. Ja, da können wir keine 1 drauf. Wieder sehen. Vor. Beziehungsweise wir sehen da nicht durch, vielleicht mit dem Thermal mal prüfen. Sind das eigene? Halt. Ja, es sind eigene. Okay, langsam vor. Die wollen, dass wir hier Sicht auf das Feld links kriegen, nach Möglichkeit. Irgendwo schießt jetzt noch was Dickes auf die eigenen. Das wird eine MG-Stellung, ne? Ja.
Hier, das, ich hab ein Schild vor der Nase. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Durch. Kommt Bäume. Ja, auf der Straße bleiben. Langsam weiter. Hier halt. So, das sollte das MG gewesen sein. Auf die Freifläche kriegst du ja keinen Einblick, wo die rüberspringen. Ja, oder? Doch, so ein bisschen. Doch, okay. Doch. Ich sehe die eigenen. Auf unserer... was ist das? 10 Uhr. Ah, ist schon so weit vorne, okay. Hm. Alle Typen, die rechts in den Häusern waren, die atmen halt jetzt mal, durch. Halt mal. Sind das eigene? Das sind in der Tat eigene. Ja, nochmal noch dran denken. Bisschen Overwatch, aber nach rechts sehe ich wirklich null Bewegung. Ja, positiv, keine Hauptkanone. Okay, dann würde ich sagen, drehen wir jetzt an der Stelle einmal um das Fahrzeug und dann zur Kreuzung, sodass wir absichern können. Wo willst du hin? Ja, das freue ich mich auch gerade noch. Echt hier so? Ja. Mehr auf. Noch ein Stück vor, damit wir den Feldweg einsehen können. Noch ein Stück. Also hätte ich jetzt die Straße zumindest im Blick. Ja, so ist gut. Also so ist eigentlich nicht gut, aber was soll's. Ja, ich... Ich erwarte eigentlich keine Verstärkung. Ja. Eigentlich erwarte ich auch keine Verstärkung. Weil bei dem anderen, da standen ja jetzt alleine drei an dem Links, sind aber alle nicht geplatscht. Beschuss. Das war das Problem. Die Straße runter. Ich sehe aber nichts. Soll ich ein Teil gedeckt geben? Nicht nötig. Hast du Sicht? Jetzt aktuell nicht mehr, weil der, auf den ich Sicht hatte, ist hat rechts aufgehört zu existieren. Kommt der Beschuss her. Anna 1, ja, da hinten. Ich hab Kontakt. Ja, Anna 1, positiv Kontakt aus Osten anrückend. Na, braucht ihr das rote Fahrzeug zur Verstärkung oder könnt ihr es abkämpfen? Noch können wir es abkämpfen, ist nur Infanterie. Verstanden. Okay, ich fahr uns mal langsam zurück. Wenn wir hier irgendwie eine Teilgedeckte rein können, versuchen wir's. Okay, stopp. Du kannst aber gar nichts mehr sehen, oder? Doch, so geht's. Ja, das kommt irgendwo von rechts. Ja, aber ich sehe da keinen. Wir können noch ein bisschen nach links verschieben. Nee, bleiben wir hier so. Die werden schon auf uns zukommen. Wenn ihr so wollt. Guck, ist weniger geworden. Oh, jetzt kommt anscheinend Artillerie rein. Völlig auf die falsche Position. Wo, wenn er durch? Kontakte oder mehrst du gerade einfach nur? Ich mähe gerade. Okay, alles klar, verstanden. Boah, das ist nix sichtbar.
Da ist einer. Ja, den hat's zerlegt. Finde ich ja süß, dass sie versuchen, mit ihren AKs uns irgendwas anzuhaben. Guckst du oben raus? Nö. Dann verstehe ich nicht. Ja, vielleicht hoffen sie, die Optik zu treffen oder sowas. Oder die haben noch nicht ganz begriffen, was hier steht, weil die Leute, die es ihnen hätten sagen können, sind weg. Ja, aber leider in dem großen Badaboom, wenn der einsteckt, kann man sich verdenken, oder? Ah ja. Ach guck, ist still geworden. Moran, du kannst auf die Straße ziehen. Und so. Wir sollten euch auslösen, damit ihr einmal zur Infanterie kommt. Okay. Ah, da oben steht er. Ja. Bei denen die Sicht verbessert. Okay, wir fahren zur Infanterie. Oh, ja, das war die Leitplanke. Die habe ich vorhin schon mitgenommen. Sollten hier gleich auf der Straße sein. Ja, hier sind sie langsam. Und einmal anpannen halten bei den Kollegen. Okay, lass Motor laufen. Okay, Anna 2, wir sind dran. Okay, hier einmal den anderen vorlassen. Und hinterher. Hinterher, ja. Feindkontakt voraus. Wir haben irgendwas Dickes vor uns. Ja, zieh mal dann links auf die Straße rauf. Fahrzeug vernichtet. Wir können weiter. Ja, weiter links, zieh weiter links an denen vorbei, dass wir breit vorne aufgehen, wir haben Checkpoint voraus. Bring uns erstmal das. Kurz halt! Nein, weiter. Weiter, weiter, weiter. Party, die Schande von uns. Okay, Infanterie bereit, mach. Da ist noch direkt ein Bunker vor uns. Ja, ich denke mal den Mantelanzer und nicht dann. Ja, dann halt. Absitzen. Checkpoint voraus, Sicherung. Versuch den Maschendraht noch wegzumachen, aber nur der obere ist kaputt gegangen. Kannst du uns weiter zurücksetzen? Wer hinten frei ist, ja. Ist. Warte. 3. Hinter uns frei. Zurück. Zurück. Ja, wir müssen Licht haben, ne? Und hier halt. Stück vor wieder? Nein, so passt das. Pass auf, bring uns mal links hier den Hügel hoch. Einfach nach links. Ja, check. Und halt. Halt, zurück. Zurück. Weiter zurück. Weiter zurück. Rückwärts. Den Hügel wieder runter, meinte ich. So stimmt's. Na, wieder zu weit. Zurück. Und halt. Was Großes? Viele Infanterieansammlung. Jetzt nicht mehr. Ich
sorry. Alles gut, alles gut. Okay. Kopf raus, mal gucken, wie wir uns am besten aufstellen können. Okay, wir fahren mal weiter den Hügel hoch. Hier halt. Und ausrichten, in meine Sichtrichtung. Alles klar. Hier bleiben wir. Also verstanden, ein Technical bereits bekämpft. Wir ziehen vor. Ist ja gar nichts wegen der Baumlinie. Ja. Kann man jetzt aber nichts machen. Rechts raus wäre wahrscheinlich besser gewesen, von der Sicht her. Meinst du? Ja komm, dann lass runter zurück auf die Straße ziehen. Okay, Ana 2, Vorfeldsicherung übernehmen, Ana 1 und uns ran, wir sitzen dann direkt wieder auf. Okay, naja, oder so. Auf die Straße. Und hinter Ana 2 aufstellen. Wir schlagen Granaten ein. Okay. Wie spielen wir das? Wir stehen gerade richtig beschissen. Ja. Ana 2 stößt langsam vor, wir sind dann noch dran. Hinterher. So verstanden, wir fahren weiter. Langsam weiter, folgen, folgen. Aufsetzen lassen. Folgen. Folgen, folgen, dranbleiben. Bleibt weit vorne, wir haben keine Pfannensicherung für euch. Noch näher ran. Ich habe hier kein Sichtfeld. Wir hatten Befehl weiter vorzustoßen. Warum? Ja, Befehle gebe ich immer noch ich. Wenn Tonji vor will, soll er vorfahren, aber nicht beide Fahrzeuge. Feind vor uns ist jetzt erstmal bekämpft. Jetzt könntet ihr aufsitzen. Wir bleiben abgesessen. Wir sind jetzt hier auf 200 Meter ran. Wir fahren da jetzt die Straße weiter. Wir sind jetzt hier aufgeklärt. Soll Ana 1 dann jetzt rechts ab den Feldweg hoch? Hat hier ja seine Zielposition erreicht. Gib mir mal zwei, ich guck mir das mal an vor Ort, Tonchi, und dann entscheide ich, wo ihr hinkommt.
Okay, setz uns mal ein paar Meter zurück. Damit wir nicht so nah an denen stehen jetzt. Einfach gerade zurück. Ja, passt. Obwohl, noch ein paar Meter. Dann können wir nach rechts besser einsehen. So ist gut. So ist gut. So? Ja, passt. Passt, perfekt. Und überhol die mal. Also fahr mal an denen vorbei. Und wir gucken mal, dass wir jetzt links ins Gelände kommen. Und dann diesen Hügel hoch. Richtig auf Hügel 48 hoch. Und dann jetzt ausrichten Richtung Süd. Anna 2, massive Feindbewegung, bewegt sich aus Richtung 140 auf Rautage zu. Sicht bereitstellen und bekämpfen kommen. Ja, Anna 2, so verstanden, wir ziehen nach vorne. Wo ist die verdammte Ortschaft? Durst? Die sehen wir nicht wegen der Bäume. Würde ich auch sagen. Ach, da vor uns. Okay, warte. Mal gucken, ob ich irgendwas sehen kann. Definitives Nein. Vielleicht wenn man... nach rechts? Ja, vielleicht wollte ich auch gerade vorschlagen, ob das hilft. Warte, irgendwas sehe ich. Stopp! Stopp! Uiuiui! Uiuiui! Da kommt aber viel! Rückwärtsgang. Stopp. Sagt der Hügel was? Nur um gerade diese Feindverstärkung mal eine HE-Granate reinzujagen, aber die Ortschaft selber sehen wir nicht wirklich. Gerade echt, echt zerlegt. Okay, weißt du was? Wir fahren einfach langsam auf die Ortschaft zu. Rambok. Ja, das sind hoffentlich eigene vor uns. Ja. Mehr links. Jo. Hier kommt eine Freifläche. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein bisschen Sicht auf die Ortschaft. Mehr links, wenn es geht. Okay, Zollern, setz mal 20 vor. Vielen Dank. Fahrzeug vor uns. Ich krieg das Rohr nicht runter. Oh, ich fahr vor. BTR in der Ortschaft ist auf den Strand gefahren. Ich fahr links. Weiter links, ich sehe ihn immer noch nicht. Da ist er. Warum platzt der nicht? Weil da im Wasser ist vielleicht. Jetzt ist er geplatzt. Vielleicht links am Strand runterfahren? Ja, können wir machen. Wir sind hier auf einem guten Weg, glaube ich. Ja, besser, wenn wir eigene hinter uns. Halt! Schweres MG gesichtet. Das ist weg. Abgeräusche, so. Infanterie aus Richtung 210. Bleiben wir erstmal hier. Circa 200 Meter. Anna 1 ist jetzt am Strand. Wir haben die Hafenfront komplett im Blick. Infanterie Richtung rechts von euch an der Zug.
Okay, beweg uns vielleicht mal langsam den Strand entlang auf die Ortschaft zu. Ich versuche hier mehr Sichtwinkel zu kriegen, auch damit ich vielleicht jemanden sehe, der sich hier versteckt. Das wird nichts diesem Arsch. Ich weiß nicht, ob ich die tauschen kann, ansonsten können wir euch sichern. Wir bleiben jetzt erstmal stehen, die Infanterie halt. Unten macht den Rest, wir müssen jetzt nicht rein. Ja, was standen wir sind immobil. Raus. Dann fahren wir langsam die Straße hoch. Einmal halt. Bis da hinten werden hoffentlich eigene sein. Am besten sind eigene. Ja, zwischen uns und denen könnte noch Feind sein, aber der ist jetzt erstmal nicht wichtig. Haben wir hier direkt neben uns sonst noch was? Nein. Frames im Fahrzeug sind schlechter als draußen. Ja, ich weiß. Erstaunlich. Linke Seite. Okay, langsam vor. Dass wir das nächste Haus gucken können. Hier halt. Das sind die eigenen. Vor, vor, vor. Vor, 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 vor. Halt! Hinter uns alles frei. Okay, langsam weiter vor. Okay, hier einmal halt. Jo. Okay, wir haben die eigenen rechts von uns. Wir sind jetzt eigentlich schon hinter uns. Du hast schon gedreht, sehr gut. Halt und drehen. Lass dann erstmal deinen Fahrer absetzen.
Drehen, drehen, drehen. Langsam rückwärts. Mehr nach links einschlagen. Mehr, mehr, mehr. Ja, langsam, langsam, langsam. Langsam, langsam, langsam weiter. Komm, komm, komm. Da sind noch 3 Meter. Okay. Okay. Eindrehen. Eindrehen. Mehr nach rechts. Stopp. Ja, da war ich doch schon richtig gerade. Und ein Stück vor wieder. 1 Meter nach vorne. Sehr gut, passt. Tonchi, lass Chris dann erstmal absitzen. Chris, absitzen wurde gesagt. Weg. Boah, kann. Warte, warte. Da kommt warte. Noch einer. Hey. Mac, Mac möchte, glaube ich, auch nicht laufen. Das ist nur von der Gun, ich will nicht laufen. Okay, dann zieh langsam an. Jo. Sal strafft sich. Ja. Und ziehen. Und drauf. Sal ist straff. Da geht nicht mehr, geht nicht. Doch. Ich hab Limiter drin gehabt, weil es sonst zu schnell wäre. Ja, ja, ich bin auch nicht 30 fahren, glaube ich. Ich habe bis 25. Sehr gut, so passt das.